Ein Rucksack für die Fahrradtour zu kaufen ist heute gar nicht mehr so einfach. Es gibt viele verschiedene Dinge und was genau zu beachten ist, das klären wir heute gemeinsam mit dem Leo von Rasches und Lindau. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von eurem Lieblingsfahrradladen. Heute mit dem Leo von der Radstadt Lindau, ein neuer Fitbike-Standort. Mein Name ist Markus und gemeinsam wollen wir heute das Thema Rucksäcke anschauen. Ja? Okay, ich habe von Rucksäcken keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Größe in diesem Fall ein nicht so ganz unentscheidendes Kriterium ist. Ja, normalerweise sagt man, die Größe macht keinen Unterschied aus, aber schauen wir uns auch mal verschiedene Größen hier an, oder? Genau, also es gibt die unterschiedlichsten Größen bei unseren EWOC-Rucksäcken. Je nachdem, was du jetzt vorhast. Möchtest du eine Tagestour machen, möchtest du vielleicht eine Wochenendtour machen oder eben über mehrere Tage. Dementsprechend suchen wir dir von den ganz kleinen Rucksäcken hier mit 6 Litern, die wir da haben, über die 10-Liter-Variante. Hier haben wir einen mit 20 Litern, also wirklich für jeden Anspruch was dabei. Wenn jetzt 10 Liter, ist es dann so für eine Tagestour geeignet? Also wenn ich das Bekleidung, was zu essen, Flickzeug und so weiter vor, 10 Liter, wann brauche ich 20 Liter? Wenn du jetzt mal eine Mehrtagestour vorhast, willst eine Alpenüberquerung machen oder sowas, dann reicht vielleicht nicht ein T-Shirt und einmal Flickzeug und ein Schlauch, sondern da willst du mal ein bisschen mehr reinpacken oder vielleicht auch mal eine Zahnbürste und ein bisschen Waschsachen. Dann brauchst du natürlich so einen großen Rucksack mit, wie hier, mit 20 Litern. Okay. Und dann sozusagen für Kurztrips an eine Feierabendtour oder so, dann nur die wichtigsten Sachen dabei zu haben, reichen 6 Liter aus. Was wird also am meisten gekauft? Ich würde sagen, so die mittleren Größen sind gängig, klar, für die klassischen Tagestouren. Da kriegt man das Bestnötigste rein. Das ist so der Klassiker, so zwischen 10 und 16 Litern. Okay, jetzt sagen wir wollen einen Rucksack kaufen, so für die gängigsten Dinge, Tagestouren in Form, dann nehmen wir die Mitte. Ja. Was muss ich jetzt als nächstes beachten, wenn ich aber die Größe definiert habe? Was gibt es denn dann noch? Eben, was habe ich für Ansprüche? Was muss mein Rucksack können? Will ich den einfach nur locker auf dem Rücken tragen, um mein Zeug zu transportieren? Oder will ich damit vielleicht sogar in den Bikepark gehen, mit meinen Kumpels am Wochenende? Im Bikepark? In den Bikepark, richtig. Okay. Wozu braucht man im Bikepark einen Rucksack? Ja, ganz einfach. Einige der Modelle sind mit Protektoren ausgestattet. Da ist dann ein Ellbogenschoner dran, oder? Na, so weit ist die Technik noch nicht. Ich meine, es gibt ja schon Airbag für Radfahrer, aber das haben wir hier jetzt nicht. Gibt es ein Video, oder? Wo du auf der Messe bist und dann platzt es hoch, ne? 3, 2, 1. Oh! Das heißt, es gibt Rucksäcke, die haben irgendwo einen eingebauten Protektor. Genau. Wir haben zum Beispiel, um dir das mal zu zeigen, im Blackline. Es steht hier drauf, da haben wir den Protektor, der steckt im Rucksack. Der ist auch austauschbar, das ist die etwas einfache Variante, der steckt hier hinten drin. Kann ich einfach entnehmen, kann ich auch weglassen, wenn ich sage, das stört mich heute, ich will vielleicht zum Wandern gehen, ich kann den ja auch zum Wandern anziehen. Ja, okay. Logisch, ja. Okay, das heißt, Protektoren ersetzt es auch, wenn ich jetzt im Bikepark bin, meine Weste? Die ich normalerweise anhabe, Protektorenweste, anhaben sollte zumindest in irgendeiner Form? Bedingt. Also ich meine, ist nicht ganz mit einer Weste vergleichbar, aber es ist ein sehr guter Ersatz dafür. Also, okay. Also besser als sagt, gar nichts zu sagen. Richtig. Also will sich jetzt vielleicht nicht jeder einen Rucksack kaufen und noch eine Weste und noch ein Bike hierfür und ein Bike dafür. Dann kann man auch gut auf sowas zurückgreifen mit einem integrierten Protektor. Okay. Also meine Meinung, wenn Bikepark, dann immer mit Protektorenweste. Und wenn man mal aus Versehen im Bikepark fährt oder auch mal rabiater fährt, dann ist auch Rucksack sozusagen mit Protektor eingebaut. Es gibt verschiedene Stufen von dem Protektor, habe ich mal gehört. Genau. Wir haben dann zum Beispiel bei dem Trail Pro haben wir schon die neueste Variante im Endeffekt, was die Protektoren angeht. Hier mit dem Light Shield Plus System. Das hat schon Level 2 Standard bei Stürzen, absorbiert ungefähr 95% der Sturzenergie ab. Auch der lässt sich austauschen, auch von innen, so wie wir es bei dem gerade gesehen haben. Das Ganze wird auch von EWOC kostenlos ersetzt nach Sturz.
gibt es ein kostenloses Crash Replacement. Schöner natürlich, wenn es nicht kaputt geht. Ja, macht Sinn. Ja. Schaut ja fast wie eine Protektorenweste aus, aber hier ist noch ein Rucksack eingebaut. Ne? Genau, okay. Also die haben nicht einfach nur ein super schönes Design und super Materialien, die verarbeitet werden, sondern auch wirklich durchdachte Technik hier mit Bracelink, was sich deiner Schulterbreite optimal anpasst. Die breiten Hüftgurte, die schön auf der Hüfte aufliegen, um die Traglast ganz einfach mal besser zu verteilen. Das ist ja wahrscheinlich der nächste Punkt, das Thema Tragekomfort. Ja, wenn man jetzt alte Rucksäcke anschaut, dann sind sie ja wirklich über die Schultergurte getragen worden. Aber ich habe mir mal sagen lassen vor ein paar Jahren, dass ein moderner Rucksack eigentlich eher über den Bauchgurt sozusagen funktioniert, oder? Genau, also es wird natürlich immer noch nach wie vor viel über die Schultern getragen, aber die Last wird viel auf die breiten Beckengurte verteilt, die unter anderem auch mit einem ganz speziellen Material hier verbaut worden sind. Kommt aus der Medizinbranche, luftdurchlässig. Dass es nicht so schwitzt sozusagen. Genau, dass auch da nicht so schwitzt. Und durch diese optimale Gurtführung wird auch der Rückenprotektor enorm nah an deinem Körper getragen. Deswegen kommt deine Weste schon recht nah. Ja, okay. Das heißt, wir müssen natürlich zwei Sachen kombinieren. Wir müssen einmal gucken, dass es angenehm zu tragen ist und dass der Protektor auch am Rücken hinten dran bleibt, weil sonst, wenn ich stürze und da kommt irgendwas dazwischen, dann macht es auch nicht so viel wahnsinnig. Genau, das sollte nah anliegen, damit er auch seinen Zweck erfüllen kann. Okay. Was haben wir noch zu beachten? Kann man irgendwie die Qualität beurteilen? Ich meine, jetzt können wir davon ausgehen, dass E-Book vielleicht einigermaßen gute Qualität hat. Kann man das irgendwo dran sehen oder erkennen in irgendeiner Form? Gut, wenn man sich ein bisschen auch mit den Materialien beschäftigt, das sind sehr strapazierfähige Materialien, die halten schon einiges aus. Auch die Beschichtung hier von dem Protektor ist elastisch, passt sich optimal an eben beim Tragen, beim Stürzen, ist aber reißfest, also der ist nicht sofort kaputt. Was ist denn das Thema, weißt du, wenn ich jetzt in den Regen komme? Also es hat ja draußen gerade Sonne, aber wenn ich jetzt also irgendwie, was ist denn besser, wenn ich jetzt so eine Kappe oben drüber ziehe oder sind die direkt wasserdicht? Früher gab es immer so irgendwo so eine Art Kofferraum, wo du sozusagen den Schutz rausziehst. Das liegt immer auch noch so. Je nachdem, welches Modell wir haben. Ja. Hier sieht man es, ein Raincover steht schon drauf. Ja. Bei manchen, vor allem bei den großen, ist es dann schon oft drin. Gibt es aber auch zum Nachkaufen in verschiedensten Farben, in verschiedenen Größen. Schwarz, grün, blau. Alles passend zum jeweiligen Modell. Was auch ganz wichtig ist natürlich, ist die Belüftung. Ja, okay. Durch die, deswegen haben wir hier diese Aufsparung. Genau, diese Plusform kann man sagen, eben sind wie so Luftkanäle, eben, die einfach eine super schöne Luftzirkulation ermöglichen, dass selbst wenn du berghoch fährst, noch gut gekühlt wirst. Okay. Auch die Kühlsysteme sind natürlich je nach Rucksack unterschiedlich. Okay. Eine Sache immer noch, und zwar das Thema Trinkblase. Sehr gut. Vor 4, 5, 6 Jahren, so meinen aktiven Mountainbike-Zeiten, also nicht im Bikepark unterwegs war, gab es noch eine Trinkblase. Gibt es die nach wie vor? Haben wir hier zum Beispiel gerade mal einen, der ist schon von Haus aus. Das ist jetzt der CC, das ist so der klassische Feierabendrucksack oder für einen Marathonfahrer. Da haben wir schon die Trinkblase, wie man unschwer erkennen kann, schon integriert. Diese Trinkblasen lassen sich bis zu 3 Liter in jedem Rucksack nachträglich nachrüsten. Ah, okay, das heißt, wir haben überall so einen Ausgang? Genau, die haben alle diesen H2O-Ausgang und ein separates Fach für die Trinkblase. Es ist ein Gamechanger, ja, damals gewesen, weil irgendwo da unten die Flasche rauszukramen, ist immer ätzend gewesen. Das ist richtig, richtig gut. Okay, bevor der Laden jetzt aufgeht, sage ich vielen Dank, dass du uns die wichtigsten Gadgets beim Thema Rucksack erklärt hast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr wissen wollt, haben wir auch eine Beschreibung, einen Link drin. Entweder zu E-Book oder auch schon zu unserem neuen Online-Shop zu dem Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt. Und für all diejenigen, die das Thema Rucksack näher anschauen, es ist echt viel Dinge, die man beachten muss. Schaut das Video genau an, lasst uns ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.